Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Ja. Von wem und aus welchem Text ist das wohl? Es ist von Hermann Hesse und es ist aus dem berühmten Gedicht Stufen. Darum sollte man ein bisschen gehen. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren, guten, schönen. Stufen ist mit ziemlicher Sicherheit das bekannteste Gedicht von Hermann Hesse und ist nach einigen sogar das bekannteste Gedicht überhaupt in deutscher Sprache. Stufen. Was ist daran so bekannt? Das Gedicht als Ganzes kennt man im Allgemeinen nicht. Man kennt natürlich diesen einen enigmatischen, emblematischen Satz. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ja, den findet man auf Grußkarten und so weiter irgendwie. Das ist ein schöner Satz, wirklich ein schöner Satz. Aber er sagt nicht das, wofür wir ihn halten. Ja, das ist das Interessante. Wenn man mal genauer hinliest, merkt man, es ist nicht einfach dieses Zauberische des Anfangs. Ja, der Zauber des Anfangs, so bezaubernd, verzaubernd. Ja, wir kommen dazu. Ja. Hermann Hesse ist geboren 1877 in Calw im Schwäbischen, gestorben 1962 in Montagnola in der Schweiz, im Tessin, wo ich letztes Jahr tatsächlich mal im Urlaub vorbeigeschaut habe. Das ist total, wirklich total schön. Also Hermann Hesse hatte mehreren Stationen, verschiedene Stationen seines Lebens an verschiedenen Orten gewohnt. Und ihn hat es immer fertig gebracht, schön zu wohnen, an schönen Orten, in schönen Häusern zu wohnen. Das ist erstaunlich. Ja, das ist natürlich auch ein schönes Schicksal dann irgendwie. Hermann Hesse, genau, Schwäbisch. Schwaben ist oder war zu der Zeit, und außerdem die Eltern waren ja auch Missionare oder beide oder der Vater nur Missionar, also jedenfalls so, ne? Es ist ja alles irgendwie so ein bisschen karg, protestantisch, pietistisch, irgendwie so eher so eine karge Religiosität. Und interessanterweise, obwohl Hermann Hesse sich selber davon abgewandt hat und eher wirklich auch ein genussvolles Leben geführt hat, hat er trotzdem irgendwie eine interessanterweise physiognomisch, wenn man sich Bilder von ihm anschaut, so eine gewisse Kargheit sich bewahrt. Ja. Die ist ihm so irgendwie die Wiege gelegt worden. Ja. Hermann Hesse ist gelernter Buchhändler. Man kann die Buchhandlung, wo er unter anderem gelernt hat, in Tübingen, Buchhandlung Heckenhauer oder wie, kann man heute noch besichtigen. Auch ein schönes Haus, nicht wahr? Wie überhaupt ganz Tübingen. Total schönes. Hat sehr früh angefangen zu schreiben und ja, dann geht's halt so dahin. Dann kamen diese ganzen Romane, die kennt ihr alle, die musstet ihr in der Schule möglicherweise auch lesen oder mal den einen oder anderen, den Steppenwolf zum Beispiel oder so. Dann gibt es noch Siddhartha oder Glasperlenspiel oder Narziss und Goldmund. Was ich damals in der Schule lesen musste, war Unterm Rad. Das ist eine kürzere Sache, eine frühe, kürzere Sache, die auch biografischen Hintergrund hat oder autobiografischen Hintergrund hat, weil Hermann Hesse auch in, wie so manche andere nicht war, auch in Maulbronn war, da in dieser Kloster, im Klosterinternat in Maulbronn war, und das hat ihm wahrscheinlich nicht so richtig gut gefallen. Und da haben wir im Grunde genommen eine sehr deutliche Manifestation von dieser, von diesem, was ich gerade meinte, von dieser streng rigorosen oder kargen, freudlosen und dann irgendwie auch zu Strafe neigenden, nicht wahr? Religiosität da im Schwäbischen. Auch Maulbronn im Übrigen kann man heute noch besichtigen. Auch das ist wunderschön. Ja. So. 1946 hat Hermann Hesse einen Literaturnobelpreis bekommen. 1954 wurde er aufgenommen, den Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und Kunst. Ja, 62, wie gesagt, ist er gestorben. Hermann Hesse hat öfter mal den Ort gewechselt, war auch mehrfach verheiratet und macht im Ganzen vom Äußeren eigentlich einen etwas nicht ganz so steten Eindruck. Steht
sondern eher, er ist immer weitergezogen und so. Und hat was neu angefangen. Und damit sind wir im Grunde schon beim Thema des Gedichtes. Nicht umsonst ist dieses Gedicht wohl auch eben mit Hermann Hesse so verbunden. Man hat das Gefühl, dass es so biografisch verbunden ist, weil es von ihm selber offenbar spricht. Jetzt will ich es erstmal sprechen und dann schauen wir es uns ein bisschen genauer an. Wir müssen es nicht übertreiben, es soll ja keine Gedichtinterpretation hier werden. Ich versuche einfach mal so ein bisschen so das abzuklopfen, mal zu hören, was resoniert da irgendwie so, um so ein, ja, irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen, worum es geht und ja, inwiefern lebt das eigentlich dann in mir? Was von dem Gedicht kann in mir leben? Ja, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige bei Literatur, dass sie anfangen muss, in mir zu leben. Ja, ihr eigenes Leben in mir zu entfalten. Und ich auch Lust habe drauf, dann ist es gute Literatur, Lust habe, dass zu, auf dieses Erlebnis, dass etwas anfängt in mir zu leben, von dem, was ich da lese. Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Ist das nicht schön? Schön, ne? Ja. Wohl anderen Herzen im Abschied und Gesunde ist auch was, was man so ein bisschen kennt. Was hat sie nun? Fangen wir mal mit dem Satz gleich an. Ich habe mit diesem Satz auf sich. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, eben. Gemeint ist nicht der Zauber des Anfangs, das Zauberhafte, dieses filigran glückende, ja, sondern ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ein Zauber, der uns beschützt, ist ein Schutzzauber, mit anderen Worten. Oder, um mit alten, vorderorientalischen zum Beispiel, Ritualien und Ritualtexten zu sprechen, es handelt sich um einen Schadenabwehrzauber. Schadenabwehrzauber, ja, wie es in der alten Welt verbreitet war. Man hat irgendwie eine Markierung an die Tür gemacht, man hat einen Spruch über die Tür geschrieben oder sowas, ja, um einen Schaden abzuwehren. Der klassische Schadenabwehrzauber ist das Bestreichen der Türpfosten mit Blut, Pessach, nicht wahr, die Israeliten damals in Ägypten und so weiter, damit der Würgeengel an den Türen, die markiert sind, vorbeigeht. Das ist ein Schadenabwehrzauber. Und so ein Zauber wohnt in einem den Anfängen, jedem Anfang, wohnt ein solcher Schutzzauber inne, der dafür sorgt, dass wir weitermachen können überhaupt.
dass wir überhaupt leben können. Wenn nämlich jeder Anfang, ja, es gibt ja immer eben tausend neue Anfänge, davon redet ja das Gedicht, von den Stufen, von den Räumen und so weiter, durch die es durchgeht und wo es immer ein, ja, eine Stufe höher geht oder was, okay, man gehoben wird und so weiter. Wenn diese ganzen Anfänge jedes Mal misslängen, ja, dann könnten wir gar nicht leben. Es gibt also eine Macht, die dafür sorgt, dass die Anfänge irgendwie beschützte Räume sind, in denen etwas möglich ist, es möglich ist, etwas anzufangen, und dann, ja, dann ist der Schutzzauber aber irgendwie natürlich auch weg, und dann muss man selber im Grunde die Verantwortung übernehmen, aber die Anfänge sind beschützt. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Nicht um, ach, so ein Anfang, das ist doch eine schöne Sache und so weiter. Ja, nee, nee, ein Anfang ist nämlich nicht immer eine schöne Sache, ja, und ist nicht immer zauberhaft. Es kann auch manchmal die Notwendigkeit herrschen, etwas Neues anzufangen und so weiter. Also, das Gedicht spricht von vielerlei Anfängen. Anfang. Es ist auch von Abschied die Rede. Das ist die Kehrseite dazu offenkundig, nicht wahr? Man muss Abschied nehmen. Man muss etwas hinter sich lassen. Man soll nicht die Räume, durch die man hindurchgeht, ja, nicht als Heimat begreifen. Kein einziger von diesen Räumen ist eine Heimat. Das ist natürlich irgendwie schon, ja, eine ein bisschen schmerzhafte Aussage, ja. Wir sollen uns nicht an die Räume, an die wir, durch die wir hindurchgehen, es sind viele Räume, wie eine Heimat hängen. Ja, was wir natürlich so unglaublich gerne tun, was ich auch unglaublich gerne tun, endlich mal irgendwo Heimat haben. Das ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen. Und hier sagt jetzt also der Dichter Hesse, das ist keine gute Idee, ja. Und damit verbunden ist natürlich das Thema des Trauerns. Das Herz soll bereit sein, bei jedem Lebensrufe zu Abschied und Neubeginn, Abschied, Neubeginn, und sich neue Bindungen geben, damit es sich neue Bindungen geben kann, ohne Trauern. Ja. Was heißt das? Ja, nicht unbedingt mit Freude oder Vorfreude. Es wäre das Gegenteil, davon ist ja nicht die Rede. Sich auf das Neue freuen, davon ist nicht die Rede, ja. Es reicht zunächst mal nicht zu trauern. Ja. Sich auf etwas freuen, was da kommt, das funktioniert ja auch nicht immer, nicht wahr? Wenn man nicht weiß, was kommt, kann man sich auch nicht darauf freuen. Und wenn man weiß, dass was Unangenehmes kommt, dann wird man sich auch nicht darauf freuen. Es geht zunächst mal darum, den Abschied irgendwie zu bewältigen. Und den eben zumindest nicht mit Trauern zu belasten. Sondern tapfer zu sein. Tapfer zu sein. Mut zu haben. Ja. Mut, Abschied zu nehmen und sich in neue Bindungen zu geben. Und angesprochen ist das Herz. Das Herz soll bereit sein. Und das Herz ist die Mitte des Menschen, nicht wahr? Das Herz ist auch dieses Organ, ja, mit dem wir uns ja verbinden, mit anderen, mit der Welt, ja, mit Dingen, die wir lieben, auch mit Dingen, die wir nicht mögen, ja. Alles, was zu tun hat mit gefühlsmäßiger Bindung, mit hingezogen sein oder abgestoßen sein, das ist ja alles mit dem Herzen zu tun, ja. Die Herzmitte, der Herzgestus ist im Grunde immer der, die Suche nach Verbindung. Und wo da keine ist, dann kann man von Sehnsucht sprechen, das ist der Griff des Herzens ins Leere. Ersehen, das Herz sehnt sich nach was, ja. Ja. Und es gibt neue Bindungen. Und über die Alten nicht trauern, dass sie zu Ende gegangen sind. Das muss so sein. Das ist ein natürlicher Vorgang. Damit fängt es an, das Gedicht. Blühen. Ja. Blühen und welken. Jede Blüte welkt. Und so geht es eben auch der Jugend, die dem Alter weicht. Jugend und Blüte gehört natürlich zusammen, ist klar. Jugendblüte, nein. Weicht dem Alter. Aber interessanterweise auch jede Weisheit und Tugend. Jede Weisheit, die ich mal irgendwann errungen habe, ja, als junger Mensch, so Anfang 20 oder so, hatte ich es so, nicht wahr, im Studium und so weiter, auch dann, kann ich mich noch erinnern dran, so, war vielleicht so eines der ersten Male, wo es mir deutlich wurde, dass ich es in dem Gefühl gelebt habe, jetzt was über die Welt verstanden zu haben. Oder sogar, noch ein bisschen größer formuliert, die Welt begriffen zu haben. Ja, was, ja, nicht einfach nur verstanden, sondern, ja, so eine Weisheit errungen zu haben, einen Durchblick, ein Verständnis, ja. Ja, und
Nicht wahr? Und wenige Jahre später ist es auch wieder weg. Auch das verblüht. Die Tugend auch, ja. Die ich manchmal ja lange durchhalte. Eine Tugend wie Ehrlichkeit, Loyalität oder was. Ja, aber auch das halte ich nicht ewig durch. Auch das vergeht und wird möglicherweise ersetzt durch eine profundere Tugend, ja. Durch Aufrichtigkeit gegenüber mich selber zum Beispiel. Gegenüber mir selber zum Beispiel und so. Ja, auch da ist ein ständiger Wechsel, ist ein ständiges Wachsen, Gedeihen und Verwelken. Ja. Und so muss es sein. Nur ist es eben hier in dem Gedicht, begegnet es nicht als ein kreislaufhaftes Geschehen. Es blüht auf, es vergeht, es blüht auf, es vergeht, so weiter, nicht wahr? Sondern es sind Stufen. Es hat also irgendwas zu tun, dass man ja nach oben gehoben wird. Und davon ist tatsächlich auch die Rede. Stuf um Stufe heben und weiten. Weit machen ist ja auch wieder was fürs Herz, nicht wahr? Das geweitete Herz, was in der Lage ist, sich mit noch mehr zu verbinden, was die Welt in sich reinnehmen kann, was die Welt in sich verwandeln kann und so weiter. Und wer macht das? Das Gedicht sagt der Weltgeist. Es ist nämlich, und das ist der Hintergrund des Ganzen, so sagt es das Gedicht, es geht nicht darum eben, dass wir so bleiben, wie wir sind. Nein, es geht darum, dass wir immer weiter werden und immer mehr gehoben werden, ja, dass etwas sich immer mehr entfaltet oder entwickelt, also auswickelt, was irgendwie schon eingewickelt vorhanden ist, dass es in die Weite, in die Breite geht. Das ist die Absicht des Lebens, der Lebensruf, das Leben, das ruft, der Weltgeist, der Lebensruf. Das hängt ja alles zusammen. Es gibt also irgendeine Kraft im Hintergrund. Er spricht hier nicht von Gott oder sowas, nicht wahr? Sondern es ist vielleicht auch nur der Geist der Geschichte, der Weltgeist. Das ist also Hegelsch, nicht wahr? Der da wirkt und der möchte etwas. Das schon. Das sagt das Gedicht. Es gibt eine Absicht. Absichtshaftigkeit in dem ganzen Geschehen. Ja? Es geht darum, dass du Mensch weiter wirst und gehoben wirst, Stufe um Stufe. Und es kann nur geschehen, wenn du wirklich durch die Räume auch hindurch gehst und nicht in denen sitzen bleiben willst. Abschied kommt mehrmals vor, das Wort Abschied. Den Abschied nehmen. Abschied nehmen. Man hat gerade bei diesem Wort Abschied auch so ein bisschen das Gefühl, oder auch ein bisschen stärker das Gefühl, dass Hesse hier schon auch von eigenen Erfahrungen spricht. Hesse hat öfter Abschied genommen. Und dieses Abschied nehmen ist für mich ganz stark irgendwie auch versinnbildlich in der Figur des Klingsors. Das ist ja auch so eine Figur, die bei Hesse auftaucht. Das ist so ein Stellvertreter für ihn selber. Offensichtlich. Und Klingsors letzter Sommer, da gibt es ja so eine Erzählung, und aber auch in Gedichten taucht Klingsor auf, der zurückblickt eben auf einen Sommer, der zu Ende geht. Klingsors Sommer. Das kann man biografisch auch zuordnen, das gehört tatsächlich nach Montagnola, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, die Gefühle, die ein Mensch hat, die wir haben, wenn ein schöner, strahlender, wunderbarer, behaglicher Sommer zu Ende geht. Was soll man da machen, nicht wahr? Ja, Abschied nehmen. Das ist das, womit wir leben müssen. Das ist unsere Conditio Humana, nicht wahr? Dass wir immer wieder Abschied nehmen müssen. Erstens, weil die Dinge vergehen und wir sie gar nicht festhalten können. Zweitens, könnten wir es, würden wir dran vergehen. Wir müssen ja weiter. Es hilft ja nichts. Ja? Wenn wir uns nicht bewegen und verändern, dann sind wir tot. Was sich nicht bewegt und nicht verändert, ist tot. Was machen wir mit den ganzen Gefühlen aber, die immer dabei auftauchen, mit denen wir so ringen, mit unserer Trauer, mit unserem ja, Abschied nehmen, mit unserem Beweinen von vergangenen Dingen? Ja, mit denen müssen wir wohl leben. Und auch die können wir wahrscheinlich verwenden, um das Herz weich zu halten. Tränen machen das Herz weich. Und es ist der Stoff, aus dem Gedichte sind. Aus dem vermute ich mal eine ganze Menge
von dem, was Kunst und Kultur ist oder sein sollte, gemacht ist. Das Abschied nehmen. Und die Traurigkeit, die damit verbunden ist. Es ist, nochmal, interessanterweise nicht davon die Rede, dass man sich auf was Neues freuen soll. So nach dem Motto, lass dich nicht grämen, das ist alt, freu dich auf das Neue, es kommt ja was Neues. Davon ist nicht die Rede. Ja. Es ist im Grunde so ein Minimalkonsens, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass wir zumindest mal nicht trauern. Und das erinnert tatsächlich interessanterweise mich an Rilke, an den letzten Satz aus Rilkes Requiem für Wolf Graf von Kalckreuth. Wer spricht von Siegen, überstehen ist alles. Wir müssen hier nicht triumphal, ja. Es geht auch nicht darum, auch das, ne, heiter Raum im Raum durchschreiten. Wir müssen nicht wie fliehenden Fahnen, ja, da von einem Raum zum nächsten, ne, neuer Raum, ich komme, super, alles toll, die Zukunft liegt mir zu Füßen. Nein, nein. Es geht nur einfach darum, nicht zu trauern, möglichst mutig zu sein und Heiterkeit zu bewahren, während man einen Raum nach dem anderen hinter sich lässt. Das ist tatsächlich nicht ganz leicht, ne? Aber man kann sich vorstellen, dass es gesundend ist. Und damit endet es ja interessanterweise. Das Herz ist nochmal angesprochen. Es soll Abschied nehmen. Abschied nehmen als bewussten Vorgang offensichtlich. Nimm Abschied. Tu es, mach es. Sage, ich nehme jetzt Abschied. Und gesunde dadurch oder dabei gesund werden. Weil das Herz, was keinen Abschied nimmt, offenbar krankt oder wird krank oder ist krank, bricht. Abschied nehmen ist heilsam. Und dann ist es völlig folgerichtig, wenn von Stufen und Räumen die Rede ist, die wir erklettern oder die wir gehoben werden oder beziehungsweise die wir durchschreiten, dass und von Abschied immer wieder die Rede ist, dass der Tod auch vorkommt. Das ist natürlich auch der große Abschied. Und da wird drüber gesagt, und das ist ganz schön, vielleicht auch noch die Todesstunde, vielleicht eben, sendet uns auch noch die Todesstunde neuen Räumen jung entgegen. So als würde der Tod hier was Verjüngendes haben. Es fängt was neu an. Ja, der Anfang hat vielleicht auch was Verjüngendes. Ja? Und das ist dann immer das durch den Zauber Geschützte, dieses Junge des Anfangs. Ja? Ja. Vielleicht auch der Tod. Neue Räume jung entgegensenden. Und mit dieser Aussage wird es dann, die wird so in der Schwebe gelassen, die wird nicht entschieden. Neuen Räumen jung entgegensenden. Und dann kommt gewissermaßen die Bottomline, wenn man so will, ja. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wir sind immer gerufen. Das Leben ruft. Und es hört nie auf. Das Leben ist natürlich jetzt irgendwie eine große, macht den großen Horizont auf, ja. Es ist vielleicht auch das, was mit dem Weltgeist eben zusammenhängt, ja. Das Leben als solches, nicht nur unseres, meins, deins, das Leben als solches, ruft immer. Ohne Ende. Wohlan denn ist dann gewissermaßen, ja, wie soll man sagen, ja. Erstens natürlich so ein Wohlan. Schönes Wort im Übrigen, nicht wahr? Was heißt es? Wohlan, wohlan. Frisch auf, wohlan. Einerseits, andererseits auch so die, bildet das so die logische Folge. Also dann, ja. Herz, das Herz ist angesprochen. Nimm Abschied. Und gesunde. Spricht da der Dichter zu sich selber? Sicher auch, ja. Ich habe so den Eindruck, dass gerade bei Hesse nämlich eigentlich dieses Abschied, dieses Thema Abschied von Schönem, eine Rolle spielt. Dass ihm das nicht so leicht gefallen ist. Ja. Und das Gedicht, die möglicherweise auch eine Figur ist, um das zu sagen und zu affirmieren auch, ja, das
Vorsicht, ich will jetzt hier nicht, das sollte jetzt nicht therapeutisch klingen, nicht wahr? Aber einfach das zu manifestieren, ja, was einem die höhere Einsicht oder Hesse vielleicht, die von höherer Vernunft, ja, sagt, auch wenn es schwer ist, ja, nimm Abschied. Es muss alles vergehen. Sei bereit zum Aufbruch und Abschied und so weiter. Ja. Tatsächlich ziemlich in der Mitte des Gedichts haben wir eben diesen Satz, mit dem wir angefangen haben. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt. Die Anfänge sind geschützt. Das finde ich sehr, sehr tröstlich. Und es ist auch wahr. Es kommt mir auch sehr wahr vor. Ja. Gedichte soll man zweimal hören, immer. Gedichte entfalten beim zweiten Mal, hören oft, ja, blühen nochmal auf, so ein bisschen. Beim ersten Mal hören ist man manchmal auch noch beschäftigt damit, einfach die Sätze grammatisch, syntaktisch irgendwie zu verstehen. Das zweite Mal kommt das Innere möglicherweise mehr zum Vorschein. Deswegen zum Abschluss nochmal Stufen. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan, dein Herz, nimm Abschied und gesunde Menschen.